Auf jeden Fall noch eine Leiche. Notiz eines Bergarbeiters. Auf einem Pergamentfetzen sind einige bruchstückhafte Notizen im Fass unleserlicher Schrift gekritzelt. Tunnellampe nicht vergessen. Hat immer auf der rechten Wand halten. Vorsicht vor Spinnen. Mhm. Oh, dein Hammer und deine Meißel. Light, flame and sound. Flame and sound. We'll keep to ourselves. Flame. Stand to Hier kommt definitiv ein Haufen Viehzeug. Stand together. Oh, was sind ihr denn für hübsche Mondspinnen? That's not very good. Steady, Watcher. Following yours. Und wie viele Kills habe ich bis jetzt mit dem Bogen gemacht? Einen. Lead the way. Just like old times. Oh, es hat Tomak umgehauen. Nicht schön. I'd be glad to. Hm. Oh, hier sieht's aber aus, als ob es weitergehen würde. I'm here. Brave does the Lord be. Stand together! Stand together! Yes? Da glitscht er einfach mal hin. Aber ja, hier ist alles voller Spinnen. Wie sind die Bergarbeiter hier durchgekommen? Ein Blick in diesen flachen Turm offenbart unzählige blitzende Augen. Aha, schön. And what does the flame reveal? Verwirrte Bergarbeiterin, okay. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Hey, Augenblick, warte kurz. Sie wendet sich an die Konstrukte neben sich. Stopp, die Konstrukte bleiben ordentlich nicht stehen und regen sich nicht mehr. Also, was kann ich für dich tun? Du kontrollierst diese Konstrukte? Ganz genau, recht ordentliche Arbeiter. Sie essen nicht, sie schlafen nicht, sie spielen auch nicht verrückt, um dann ihre Kameraden umzubringen. Sie grinst schief, jedenfalls nicht so oft wie ein durchschnittlicher Bergarbeiter. Ich untersuche für Ismir das Verschwinden der Bergarbeiter. Kannst du mir ein paar Fragen beantworten? Warum nicht, aber ich weiß nicht, ob ich groß helfen kann. Terik hat Gammel gefunden. Glaubst du, dass Gammel verantwortlich ist? Er sieht jedenfalls danach aus. Er hat noch Stücke von Samif in den Zähnen stecken. Sie verzieht das Gesicht. Sind dir andere Bergarbeiter aufgefallen, die sich merkwürdig benehmen? Die Arbeiten in der Mine ist hart, deswegen setze ich gerne diese Konstrukte ein. Ich glaube, die Tunnel setzen den Leuten mit der Zeit einfach zu. Ich hätte nie gedacht, dass Gammel so durchdreht, aber manchmal, naja, benehmen sich die Leute eben plötzlich seltsam, so wie damals, wer war das? Sie runzelt die Stirn. Mein Geist ist in letzter Zeit etwas löchrig. Ich glaube langsam, dass Terik mit seiner Theorie von einem Gasleck recht haben könnte. Dann leb wohl. Komm vorbei, wenn du noch mehr hast. Plötzlich zuckt sie am ganzen Körper und ihre Handlung verändert sich. Sie beugt sich vorüber, ihre Arme baumellose an ihrer Seite. Brüder, Schwester, Terinat ist hier. Ihr Kopf dreht sich zu dir, aber sie blickt dich leer an. Ihrem Blick folgen. Du winkst kurz hinter dich, siehst nichts Außergewöhnliches. Deine Gefährten sehen ebenso verwundert aus. Als du dich wieder umwendest, ist die Frau deutlich näher gekommen. Wir suchen schon eine Weile nach dir. Wir wissen, was du getan hast. Ihre Beine stapfen in langsamen, schwerfälligen Schritten vorwärts, als könnte sie jeden Augenblick unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Warum suchst du nach mir?
Schafft sie fort, sperrt sie ein, bis wir kriegen, was wir wollen. Die Konstrukte hinter ihr drehen sich alle gleichzeitig um. Ihre Klauenfinger bereit zum Angriff. Die Konstrukte stürzen auf dich. Okay, du und... Also es würde helfen, wenn ich sie auf defensiv stellen würde. Was steht sie bitte? Auch auf defensiv, also Angriff. Das war nicht so richtig schön. Oh. Taille, Klarheit, Gefährt, Klarheit. Kilian, die Aufseherin der Schwefelmine, hat ihren Konstrukten Befehl, bevor mich anzugreifen. Ich war gezwungen, die Aufseherin zu töten. I'd be glad. Angeblicher Dampf steigt gelegentlich aus den Schächten auf und hinterlässt einen beißenden Geruch. Dieser dunkle Bau führt tief in die Wände der Mine. Im Gegensatz zu den Tunneln der Bergarbeiter sind die Wände hier von fast glatter Beschaffenheit. Immer wieder durchzogen von feuchter, gepresster Erde. Einige Schritte nach dem Eingang verbreitet der Tunnel sich deutlich. Du findest dich an einer Kreuzung wieder, an welcher der Tunnel sich in drei Richtungen verzweigt. Zwei Tunnel führen nach links und rechts, der dritte erstreckt sich vor dir. Du spürst eine Brise schwach, aber gleichmäßig aus dem Tunnel zu deiner Rechten. Umkehren. Du trittst aus dem Bau und stehst wieder in den Minen von Stalwart. Da will ich irgendwie noch nicht rein. Erstmal will ich noch gucken, was wir hier haben. Hier siehst du, warum ich aus dieser Stadt weg wollte. Ja, die reden von einem Kristall hier. Kaufvertrag. Dieses Dokument beschreibt den Kauf einer Handvoll von Konstrukten für den Einsatz in den Schwefelminen durch jemanden namens Kilian. Der Verkäufer scheint ein gewisser Galvino gewesen zu sein. Mann, Galvino verkauft irgendwelche Viecher jetzt an Bergarbeiter. Haben wir toll hingekriegt. Wir hätten Galvino einfach abmuxen sollen, den Verrückten. So, dann gehen wir mal hier rein. Den Tunnel erforschen. Du findest sie an deiner Kreuzung wieder, ja? Man soll sich doch immer links halten. Du gehst weiter und gelangst zu einer Gabelung. Der Tunnel teilt sich nach links und rechts auf. Du hörst in den Tunnel zu deiner Linken ein leises Rascheln und das rhythmische Tap-Tap von haarigen Beinen, die auf den Höhlenboden treffen. Dann nehmen wir links. Als du im Tunnel lang links triffst du auf ein Spinnenjunges, das an der Höhlenwand sitzt. Es zischt dich aggressiv an und rum mit seinen Mandibeln. Unerschrocken zischst du zurück. Das Spinnenjunge macht kehrt und flieht in die Dunkelheit. Du schaffst weiter, stellst jedoch fest, dass die Höhle in einer Sackgasse endet. Der einzige Weg ist hinter dir. Umkehren. Also links haben wir genommen, nehmen wir mal rechts. Du findest dich an einer Kreuzung wieder, an der sich der Tunnel teilt. Weitergehen. Links und rechts. Du spürst eine Brise schwach, aber gleichmäßig aus der Tunnel zum Rechten. Dann nehmen wir rechts. Du wagst dich vorwärts in die Dunkelheit. Du streichst die Hände aus und spürst, dass die Wände dich links und rechts fortsetzen. Du siehst hier noch nicht, was unmittelbar vor dir liegt. Du hörst den Tunnel zu deiner Rechten ein leises Tap-Tap. Eine Fackel entzünden. Du hältst die Fackel in die Luft und die Tunnel neben vor dir gestaltet. Es führen Wege nach links, rechts und geradeaus. Tunnel vor dir, dann gehen wir vorwärts. Rechts und links. Links. Du marschierst rasch durch ein leeres Tunnelstück. Links und rechts wieder. Dann rechts. Und du siehst so Licht, der die
Siehst du Licht, der Tunnel endet. Als du aus der Öffnung trittst, stehst du in einem neuen Höhlensystem. Unter deinen Füßen liegen dicke Schichten von Spinnennetzen. Oh, zweite Karte. Und ich dachte, wir würden hier schnell rauskommen, weil es nur eine Ebene gibt. Aber scheinbar haben wir den Weg gefunden ins Verderben. Aber ja, Kristall, Leute, die irre sind. Ah, wie Trax. Bitra-Koryphäe. Hier muss doch die Kristalle haben. Wo ist er? Okay, Vitrax. Margrin's fire casts light in dark. Und eine Säule, okay. Hirnmade. Vitrak-Delikatesse, naja, danke. Lasst uns hinein, wir brauchen mehr. Komm, Alois, die kannst du mal den Bogen benutzen. Oh, nächstes Level up. At once. Das ist mein Level up. Yes. Okay, dann machen wir noch mein letztes Level up. 10 Punkte kann ich vergeben. Ein Punkt in Überleben. Ja, zwei werden übrig bleiben. Oder eins in Athletik. Machen wir es so. Dann bleibt keiner mehr übrig. Hauptsache irgendwas steigern. Unbelasteter Glaube, seltsame Gnade, Gewitterlitz, seltsame Gnade, Geschwindigkeit. Nee. Offensiv und defensiv brauchen wir gerade auch nichts.
Dann nehmen wir mal wirklich zum Schluss den unbelasteten Glauben. Dadurch tun wir den einen Täuschungspunkt negieren. So, ja, interessantes Höhensystem. Vitrak Gemeinschaftshaus. Okay. Gut, aber hier wird jetzt gespeichert. Das ist jetzt Let's Play 49. Speichern. Und dann machen wir hier einen Cut. Bis gleich.